Blut auf, was aus deinem dreckigen Mund kommt, nur Scheiße raus. Machen Therapie, wenn du hier raus bist. Mädels, ich glaube, die hat sie nicht mehr alle. Geh doch im ein heftiger Skandal. Die Einzige, die rummeckert, bist du. Was willst du denn jetzt? Red nicht wie so ein Assi-Braut. Ich mach, was ich will. Ja. Und damit willkommen zu einem sehr besonderen Dschungelcamp-Video zu Tag 4. Ja, aber nicht wegen Hautfarbe. Damit wir den richtig einordnen können, also was für eine Stimmung im Camp war, gucken wir uns alles an. Ich glaube, ich habe einen geschwollenen Arsch. Es gibt lebenserhaltende Aufgaben, die wir als Gruppe meistern müssen. Und die, habe ich das Gefühl, machen immer dieselben. Wie geschwollener Arsch. Harald Glück, der nennt das Push-Up. Aber der geschwollene Arsch kommt natürlich aus der Ritterzeit, vom Sitzen auf dem Sattel. Mich stören hier einige Sachen, bin ich ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr auf, ich bin was Besseres, ich habe so eine Scheiße. Harald ist auch die ganze Zeit nur da und nimmt sich was raus. Erik zieht's durch, ausnahmsweise mal nicht durch die Nase. Geschwollener Arsch ist übrigens auch der Spitzname von Prinz Markus. Hey, ich bin nicht dein Sklave hier. Ich esse Krabbe. Steh gefälligst auf. Dann auch so Sachen wie Gäste mit dem Flüstern, das regt mich auf. Es ging nämlich um jemand anders, weißt du. Hetzen. Das genau gehört. Genau gehört. Das macht man so nicht. Flüstert Jasmin, während sie lästert. Ich liebe alles. Leute, ich muss sagen, ich mag Jasmin und kann komplett nachvollziehen, was sie hier macht. Und wir wissen ja, wer flüstert, lügt. Ich bin froh, wenn Anuschka rausgewählt ist, sag ich dir auch ganz ehrlich. Weil sie mir einfach mit ihrem Scheiß auf den Sack geht. Das geht nicht, nee, das geht ja nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ich halte das nicht aus. Es gibt Menschenrechte. Alle haben es gut und was hab ich? Das kommt nicht ins Fernsehen. Ist das klar? Da wird dann entweder das schwächste oder krankeste Glied gefressen. Hier kommen halt Abgründe raus. Das Dschungelcamp oder wie es auch heißt, die Kammer des Schreckens oder wie die auch heißt, Jasmins Schlafzimmer. Habt ihr schon mal Drogen genommen? Nee. Nein, also ein Joint geraucht, ja, wenn nicht. Das reizt mich auch gar nicht. Und ich finde, viel schlimmer ist als diesen ganzen Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt Valium. Jeder Arzt verschreibt ja diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist. An der Beruhigungsdinge? Richtig. Ach komm. Richtig. Und ich habe diese Krankheit nicht akzeptiert, aber ich habe beschlossen, gemeinsam mit ihm dagegen zu kämpfen. Und er war auf einem wirklich guten Weg. Jasmin hat noch nie Drogen genommen. Hat sie also Willi Herren noch nie einen intensiven Zungenkuss gegeben? Von ich habe noch nie Drogen genommen zu Willi ist an Benzodiazepinen gestorben in weniger als 5 Sekunden. Das muss man auch erstmal schaffen. Es gibt also offensichtlich eine neue Phase des Trauens, das Dschungelcamp. Und ich bin wirklich kurz davor, mir Dani Büchner zurückzuwünschen. Bin ich bei Ihnen in der Wohnung? Ich war an der Ostsee. Ja. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Und das fand ich halt schlimm. Und dann hatte ich so eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Nachbarn. Und die haben geschrieben, vor dem Haus steht Krankenwagen und Feuerwehr. Dann habe ich meine Managerin angerufen und habe gesagt, pass mal auf, check das mal bitte. Ich will wissen, ob das für Willi ist. Und im Waldstand kam dann ein Anruf von meiner Managerin, ob ich schon zu Hause bin. Das ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass man bei so einem schlechten Bauchgefühl erstmal die Managerin anruft, dann mit dem Hund spazieren geht und nicht Willi direkt kontaktiert. Die Nummer hat sie ja garantiert nicht abgespeichert. Naja, das hat sie wahrscheinlich in der Dani Büchner Masterclass zu Witwentalk 2.0 gelernt. Dann hat sie gesagt, ja. Ich habe niemals erwartet, dass hier überhaupt Tod jetzt so ein großes Thema sein wird, ne? Ja, sehr komisch. Jasmin, du bist die Einzige, die hier immer und immer wieder darüber spricht. Sie hat ihre Managerin angerufen. Was zur Hölle managt die denn bitte? Nichts. Linda und Janina waren ja gestern in der Prüfung und die kommen jetzt zurück. Ich hab so viel Scheiße im Arsch. Nina, steck doch im selben. Ja, aber ich steck doch im selben Haus. Ich weiß, bin doch im selben Scheiß hier. Ja, drin. Das stimmt, aber du hast nicht meine Gefühle. Kannst du einfach den Mund halten? Ist das möglich? Red nicht mit mir. Nur Sterne. Wie viel? 70. Wir haben 5 Sterne. Wäre sie nicht da drin gewesen? Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, sie hätte heute Abend nichts zu essen, außer Reis und Bohnen. Oh, hat Janina etwa wieder Zeckenfieber? Aber ich finde es jedenfalls richtig gut, dass sich Linda so eindeutig für die nächsten Prüfungen hier anbietet. Die Gespräche zwischen Linda und Janina klingen einfach so, als wären sie von den Köln 50667 Autoren geschrieben worden. Und selbst da wären diese Dialoge in den Outtakes gelandet. Ich krieg nie wieder meine Haare von dem Zeug. Doch, sie sehe ich aus wie ein Monster, oder? Hier hast du Unterhose. Ich kann es nicht ertragen gerade.
Das sieht aus wie Erbrochenes. Ach, dann haben sie in der Dusche also ein Werbeplakat von Jasmin Herrens Konzert aufgehängt. Ja, finde ich gut. Zur Wahrheit gehört aber auch selbst Ritter Erik Stehfest. Was ist das? Hat sich hier im Campgeschehen schon mehr eingebracht als Linda in der Prüfung. Geht's dir gerade nicht so gut? Doch, aber ich habe mich gerade hier reingesetzt. Okay, dann frage ich einen anderen. Was denn? Na, ich muss jetzt die Wäsche waschen und ob irgendjemand mir nur Gesellschaft leistet, dass jetzt ich nicht alleine bin. Jetzt hast du 10 Minuten, dann komm ich mit. Nee, es ist ja schon fast dunkel. Ich frage einen anderen. Das hat die wahrscheinlich irgendwie so sauer gemacht. Frag nur, ob ihr mitkommt und mir Gesellschaft leistet, weil der nicht so viel macht. Und jetzt bin ich sauer, aber ich verstehe es da so. Ja, ich weiß, sind alle auf sich bezogen durch. Unsere Daisy Duck ist traurig und Philipp stellt die Beziehung zu Tara auf Tara. Gleich geht's weiter. Es wird hier heute noch richtig, richtig knallen. Lasst ein Abo mit Glocke da und dann schaffen wir zusammen die Road to 150.000 Abonnenten. Ich würde mich mega freuen. Weiter geht's. Ich habe mich gerade hingesetzt. Kannst du vielleicht jemand anderes fragen? Und dann stehe ich wieder als Vollidiot da, weißt du? Dann frage ich nur so eine Kleinigkeit und dann ist es zu viel. Ja, aber warum sucht sie mich als Schuldige? Ja, weil sie gerne dich am liebsten dabei gehabt hätte. Ist in Ordnung. Nein, ich möchte gar nicht drüber reden. Ist in Ordnung. Ich kann einfach nicht mehr. Ich schwör's. Sie hat nicht mal den Kontakt zu mir gesucht, sondern erzählt das erstmal der Gruppe. Und dann muss ich das durch Zuhören muss ich das dann erfahren. Ein großes Missverständnis. Tara dachte immer, Philipp will sie streicheln. Aber nein. Immer wenn er sie sieht, will er einfach hochswipen, weil er denkt, das ist doch bestimmt so ein Gutschein, so ein Rabattgutschein für irgendeinen Hinterhofchirurgen in Bratislava. Aber bitte, wir müssen das auch anerkennen. Es ist wirklich ein sehr guter Move von Tara. Sie hat einfach festgestellt, dass sowohl Janina als auch Linda hier die komplette Sendezeit in Anspruch nehmen. Die will sie denen natürlich nicht kampflos überlassen und weint jetzt fürs Drama. Sorry, aber jetzt brauchst du dich nicht zum Opfer machen. Ja, weil das ist hier einfach. Das ist typisch. Philipp kann überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Wie schadet mir damit? Tara ist so traurig, dass ihr Philipp die Augen von einer anderen küssen möchte. Und sind wir mal ganz ehrlich, sie ist tatsächlich nochmal ein ganz neues Level von verrückt. Es ist der vierte Tag und alle weinen. Endlich wieder Dschungelcamp. Ein Nervenzusammenbruch beim Wäschewaschen. Ha, da kann unser Erik nur müde lächeln. Seine Frau ist nämlich 1311 ganz alleine in der Walpurgisnacht gewesen. Brokkoli! Nee, ne? Brokkoli! Zum Abendessen erhaltet ihr einen Warzenschweinschwanz. Warum nicht Ochsenschwanz? Sammy ist echt zu schwanzig, wirklich. Die Vegetarier kriegen genauso viel Reis plus Couscous. Ihr habt ja diesen Schwein da. Ich esse keine die Sachen, die es hier als Fleisch gibt, aber verhungere ich. Die Einzige, die rummeckert, bist du jetzt. Vorgestern hast du Fleisch gegessen, was willst du denn jetzt? Roll mir nicht so an, ich habe so ein Stück gekostet. Nee, aber ich sag jetzt auch mal was. Du kriegst vielleicht die Nackttänzerin Jasmin aus dem Pascha, aber niemals das Pascha aus unserer Nackttänzerin. Also ich wäre ja an manchen Tagen sehr froh über einen Warzenschweinschwanz. Also Warzenschweinschwanz, unter dem Namen findet man übrigens auf OnlyFans auch den Account von Jotta. Anushka hat jeden Tag was anderes und das nervt mich einfach. Red nicht wie so ein Assi-Braut. Ich mach, was ich will. Von dir lasse ich mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Okay, jetzt reicht's wirklich. Alles gut. Alles wir reden hier alle wie Kellerasseln, erzogen in der Mülltonne. Hangry, würde man jetzt sagen. Ekelhaft. Ich finde, wir haben sehr gut gegessen. Unsere Anushka Renzi ist einfach mega froh darüber, dass Hexenverbrennungen derzeit nicht mehr so im Trend sind. Wobei ich muss schon sagen, dass es mich sehr verwundert, dass ausgerechnet Anushka ein Problem mit ekligen Schwänzen hat. Nur schon mal hier der Hinweis für später. Also die Stimmung ist total gereizt. Alle sind übermüdet und haben Hunger. Ah, guck mal. Was war's denn? Der Affe hat mich angeschissen, ne? Echt? Angeschissen, ne? Echt? So hinter dem Baum und wasch dir die Hände. Scheiß, der Affe ist schon vom Baum runter. Guck mal, die Scheiße hier auf meinem Bett. Ich lag auf dem Bett, da hat er mich genau ins Gesicht gekackt. Können das Bakterien übertragen? Jetzt genau meine offene Wunde. Echt neu? Ja. Der Affe hat mich angekackt. Sätze, die wir sonst eigentlich immer nur von Janina nach einem Date mit Dieter Bohlen kennen. Vermutlich haben die Affen einfach keinen Bock mehr auf Peters Altherrenwitze. Und ich finde, ja, der Affe muss Dschungelkönig werden. Übrigens unter uns, das war gar nicht der Affe, das war Tara. So ein kleines bisschen enttäuscht bin ich jetzt aber tatsächlich auch von unserem Peter. Ich war mir so sicher, dass er sagt, wenn der Affe scheißt vom Baum, hast du Glück bei den Frauen. Nicht, dass ich Hepatitis oder so, dass ich krieg dir. Nein, Hepatitis kriegst du nur, wenn. Erklär dir mal ein Beispiel. Also jetzt hör zu, Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand zum Beispiel den Peter absticht, den Messer nimmt und dich auch absticht. Dann kriegst du Hepatitis. Also die wichtige Nachricht vorweg, im Dschungelcamp gibt es keine Hepatitis, sondern nur Zeckenfieber!
Philipp, siehst doch mal so, der Affe hat dich gratis angekackt. Unsere Tara würde das garantiert bei OnlyFans verkaufen. Meine bisherige Erkenntnis des Abends und ehrlich gesagt würde ich wünschen, dass es nur bei der bleibt, aber nee, wird nachher noch anders. Die allergrößte Gefahr nach dem Abstechen ist Hepatitis. Hätte ich gewusst, dass sich das so krass verletzt, wäre ich natürlich mitgekommen. Das weiß ich. Was ich aber ein bisschen traurig finde, ist, dass du, bevor du mit mir redest, mit der Gruppe redest. Das war nicht so. Ja, ich hab's doch gehört. Gib's doch wenigstens zu. Ja, ich hab's erzählt, was passiert ist, was ihr mich fragt. Ich bin der Letzte. Genau das. Lass uns auch mal einfach 3-4 Gänge zurückschalten. Ja, passt. Guck mal, warum gehst du aber jetzt einfach? Nee, passt, ich will nicht mehr einfach reden. Geht mal jetzt einfach bei einem Gespräch. Ich habe keinen Bock mehr zu reden. Ganz herzlichen Glückwunsch. Tara hat schon in Folge 4 den von Dani Büchner aufgestellten Rekord an Tränen in Sachen Selbstmitleid völlig eingestellt. Vielleicht sollte sie einfach darüber nachdenken, anstatt Fußnägel eben Tränenflüssigkeit zu verkaufen. Da ist die Produktion doch offensichtlich wesentlich einfacher. Ja, alles gut. Der kommt schon wieder. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Ja. Also ein Schritt zurück, wohin? In den Abgrund? Tara ist so viel schlimmer als alle 14-Jährige. Der Wendler wird schon ganz wuschig. Und ehrlich gesagt tut mir Philipp so ein bisschen leid. Erst wird er von einem Affen mit Kacke beschmissen und jetzt muss er eine Beziehung beenden, die es eigentlich noch gar nicht gab. So, ihr merkt, es ist Tag 4 und alle Nerven liegen schon blank. Genau, jetzt passiert hier was, was in einem Unterhaltungsformat wie so ein Fremdkörper wirkt. Wir freuen uns morgen. Auf jeden Fall auf die Dschungelprüfung. Wir vier sowieso auf der Abschlussliste stehen. Nein, ich sehe ja das nicht als Abschlussliste. Nee, aber ja, das kann man so oder so sehen. Ja, aber das ist ein falscher Ausdruck. Das Positive an der Sache ist doch, dass ich nicht nur mit dir alleine bin. Das ist doch toll. Das ist ja, da wäre ich schon weggelaufen. Aber das gehört halt dazu, zum ganz normalen Leben. Und ich finde, man darf es nicht unter den Teppich kehren. Und man sollte das auch zeigen, wenn es richtig eingeordnet wird. Und in dem Fall hier passiert das. Ich habe einfach mal in der Kürze der Zeit so gut wie möglich recherchiert, habe mal alles zusammengetragen und habe jetzt vor allem einige Fragen. Wir schauen uns das jetzt Stück für Stück zusammen an und dann tauschen wir uns aus. Man sieht, sei mal froh, dass ich bei dir zusammen tolle, mit dir bei dieser Prüfung war. Okay. Wir haben ein tolles Team. Ja. Ja. Hast du ja noch was zu essen gehabt. Oh, bitte. Javina, das war ein Team. Ja, ich habe da auch was ein bisschen Team, was gemacht. Was für ein Team? Bisher weiß noch keiner so richtig, was hier passiert. Aber es gibt so ein paar Auffälligkeiten. Einmal, wir konnten für Janina überhaupt nicht anrufen, also sie nicht in die kommende Prüfung wählen. Normalerweise gibt es dann immer so eine Begründung wie, ja, Dr. Bob hat sie gesperrt. Hier sah das anders aus, nämlich so. Himmelsstürmer Harald stellt die Sonne in den Schatten und hat die 04. Jasmin fliegt wie Kamelle am Rosenmontag und hat die 06. Sie wurde also einfach übersprungen und in der Vorschau für die Dschungelprüfung, in der sie eigentlich auch sein müsste, war sie nicht zu sehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt könnte es natürlich auch einfach sein, dass sie auf dem Zuschneidetisch liegt und deswegen keine Zeit dafür hat. Aber nein. Ich bin kein Team mit dir und ich werde auch niemals deine Freundin sein oder sonst was. Wir müssen uns auch nie unterhalten. Nee, also warte mal, stopp, eine Sekunde. Habe ich dir die Freundschaft angeboten? Ich kann mir einen Gefallen tun und das nachher. Ich muss mir mal nachschlagen. Du wärst doch gar nicht da reingegangen. Ist doch scheißegal. Was, du weißt doch mit null Sternen, wenn du alleine da bist, wie erbärmlich bist du. Du bist, guck mal, wie traurig du bist. Ach, geh nach Hause, Mann. Nee, ich bin aber noch hier, du gehst nach Hause. Verpiss dich mal aus meinem Blickfeld, okay? Oh, verpiss dich, sagst du schon mal so. Girl, bye. Girl, ich sag das. Und jetzt? Was now? Und jetzt gar was? Nichts. Und jetzt was? Gar nichts. Aus, du bist einfach Blick, ekelhaft. Verpiss dich. Du bist ekelhaft. Auf Wiedersehen. Ich kann die nicht ertragen. Echt nicht. Glaubt die, dass sie die Prüfung allein gemacht hat? Ja, vorhin am Lagerfeuer hat sie doch noch gesagt, wäre Janina nicht da gewesen, hätte es nur Sterne gegeben. Ihr merkt das, es hat sich richtig was aufgestaut. Und diese Konfro ist tatsächlich selbst das Dschungelcamp ziemlich unterirdisch. Aber spannend, beim Dschungelcamp kann man sehr viel über die Relativität lernen. Im Umfeld der anderen wirken manche gar nicht mehr so dumm, wie man zu Beginn dachte. So eine dumme, eklige, verschissene, asoziale Vibe. Sag zu mir, verpiss dich. Wie kann man denn so bescheuert sein, ciao, Alter? Gute Nacht. Was denkst du, wer du bist? Halt ein Scheiß bist du Mund. Besser als ich. Ich halte meinen Mund nicht. Ja. Mein Mund ist dazu da, um zu sprechen. Du bist geisteskrank und mach eine Therapie, wenn du hier raus bist. Mädel, komm klar in deinem Leben, weil ich bin die Falsche. Ich bin nicht der Baum, den du anpissen solltest. Glaub mir mal, ich bin nicht die Richtige. Ich bin nicht die Richtige. Ich glaub, die spinnt. Ich glaub, die hat sie nicht mehr alle, ohne Mist. Mach eine Therapie, wenn du raus bist. Wie halt jedes Jahr braucht danach, glaube ich, jeder eine Therapie, inklusive der Zuschauer. Bis hierhin ist das schon echt hart an der Grenze und die provozieren sich ultra krass. Aber ja, jetzt kommt dann doch was, was einfach so noch nicht im deutschen Reality-TV zu sehen war. Und das ist
Das ist richtig krass. Heißt auch, das Video wird ab jetzt ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir uns das genauso einfach mal anschauen. Du Ekelpaket! Get the fuck out of here, bitch! Ich bitte dich! Hallo, wir wollen doch wenig schlafen. Glaub, hallo, wir haben zu wenig Schlaf. Unverkauft. Ich sag mir meine Meinung, ja, immer so negativ. Ja, du bist ja auch negativ. Leute, ganz kurz, du bist negativ, Mädchen. Leute. Du meckerst die ganze Zeit. Pass gut auf, was aus deinem dreckigen Mund kommt. Nur Scheiße raus. Echt, nur Scheiße. Ich glaube, du bist Scheiße einfach. Nein, du bist Scheiße. Jetzt hast du mal kapiert, dass ich nicht diejenige bin, mit der du dich anlegen solltest. Und ich werde dir das sagen, was alle hier denken. Geh doch im Busch wieder zurück, wo du hingehst. Du bist nicht normal in deinem Kopf. Ja, ich bin, komm klar, du Psychotante. Ich glaube, die Zuschauer sehen, wer normal ist. Ein richtiger Psycho, Alter. Ach, du bist so geisteskrank. Ach, halt mal, bitte. Geh doch in den Busch wieder. Geh doch in den Busch wieder. Guck mal, racist ass bitch. Solche Aussagen sind scheiße. Geh doch im Busch wieder. Du befindest dich gerade auf meinem Territorium im Busch. Also, ich glaube, fest steht, Janina muss an der Stelle einfach raus. Und ganz ehrlich, ich glaube, die hat an diesem Punkt hier gerade wirklich ihre Karriere sofort und für immer beendet. Und noch ein Hinweis, ein Geografiekurs wäre gar nicht so schlecht. Linda kommt nämlich aus Hanau, ist sicherlich nicht so schön, aber eben nicht im Busch. Ich finde es jetzt auch spannend, wie die anderen hier so reagieren. Achte da mal drauf. Geh doch im Busch wieder, girl. Ja, sag girl, doch, bye. Racist ass bitch. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ja, ciao. Geh doch im Busch wieder. Ja, aber du kannst beleidigen, ne? Ja, aber nicht wegen Hautfarbe, Janina. Mädchen, ich werde aber nicht rassistisch. Ich werde nicht rassistisch, okay? Ich werde nicht rassistisch. Ach, ich bin dumm, verpiss dich und bitch und bla bla. Weil du eine bist. Until we go down. Weißt du, sie hätte alles sagen können. Beleidige mich, mach alles, was du willst. Aber lass die Hautfarbe aus dem Spiel. Was ist da in diesem Jahr los? Wir haben gefälschte Dokumente. Einen Kandidaten, der ein Negligé mit einer Maske verwechselt und sich wundert, dass die nicht richtig schützt. Und jetzt das. Von außen kann man das jetzt natürlich super leicht beurteilen. Aber es ist auch so ein bisschen traurig, dass die anderen nicht richtig dazwischen gehen und nur so am Rand sitzen und das ein bisschen kommentieren. Also das Kommentar mit dem Busch kannst du wirklich nicht zeigen. Janina, entschuldige dich für das Wort. Zurück in den Busch. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Ach so. Und ich soll Bitch, Opfer und alles nicht rassistisch. Ich kann Beleidigungen verstehen. Beleidigungen sind nicht schön. Ich beleidige auch. Aber ich komme nicht auf die Hautfarbe eines anderen Menschen zu sprechen. Denke ich, geht's noch. Ja, also, unglaublich. Unsäglich peinlich, unglaublich. Und ich saß da drin, ich dachte, und dann hier, als hier noch das fiel, dachte ich, nee, also das glaube ich jetzt nicht, ja. Ich frage mich jetzt an der Stelle, RTL hat natürlich auch die ganzen Skandale der vergangenen Sendungen wie Promis unter Palmen sehr, sehr gut mitbekommen und vor allem auch den Aufschrei in den Medien, nachdem beim vergangenen Sommerhaus der Stars mit Mike, ja, schon wieder nichts passiert ist. Die müssen ja irgendwas tun. Aber wie hätten sie gehandelt, wenn es das alles bisher nicht so gegeben hätte? Muss man als Sender erstmal den Weg gehen und wirklich sehen, dass die Leute keinen Bock auf so einen Scheiß haben? Also, dass es da wirklich einen Aufschrei in der Gesellschaft gibt, um dann wirklich eine Konsequenz auch an den Tag zu legen? Oder könnte man nicht davon ausgehen, dass die halt nicht alles für die Quote machen? Das, was sie gesagt hat, das darf man nicht sagen und sie muss sich dafür entschuldigen. Das geht gar nicht. Das ist rassistisch und das geht nicht. Im anderen steht euch nichts nach. Das seid ihr im Loslegen und Beleidigen gleich gut. Aber irgendwo ist eine Grenze. Janina ist auf einem anderen Planeten. Das hier ist nicht neu für mich. Das heißt immer, es war nicht so gemein. Glaub mich, du hast es falsch verstanden. Das bestätigt also das, was ich über sie die ganze Zeit gedacht habe. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn das rassistisch gestern rübergekommen ist. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ganz ehrlich, Janina, es tut mir wirklich leid, aber nein. Harald hat natürlich recht. Die schenken sich nichts, aber es ist halt einfach unterste Schublade. RTL hat bekannt gegeben, dass der mitwirkenden Vertrag aufgekündigt wurde. Ich frage mich, wie das rechtlich läuft. Gibt es da irgendeine Klausel, also wenn sich Leute komplett daneben benehmen? Aber das ist etwas, was ich nicht entschuldigen kann. Aber ich hab's gehört, registriert, dass du es gemacht hast. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es von mir leid tut, dass ich dich beleidigt habe, aber ich glaube, wir sollten es komplett aus dem Weg gehen. Das ist, glaube ich, das Einfachste für uns, dass wir uns nicht die ganze Zeit angreifen.
Das war wirklich nicht so gemeint. Okay. Ja, Janina, okay. Aber... Ja, es tut mir leid, es ja, war nicht rassistisch gemeint. Ja. Glaubst du, ich bin Rassist? Also, hab was gegen schwarze Haut. Kannst du mich bitte gerade loslassen? Dankeschön. Wie oft jemand sich dann anhören muss, das war aber nicht so gemeint. Was ich auch spannend finde, RTL gibt vor jeder einzelnen Folge immer eine Pressemitteilung raus und in der steht, was so ein bisschen passiert. Ne? Also eine Art Inhaltszusammenfassung. Und genau dieses Thema wurde in dieser Pressemitteilung nicht aufgenommen. Selbst die Bild-Zeitung wusste von nichts und ne, die sind ja wirklich immer krass informiert, die wissen alles. Warum wollte RTL das Thema erstmal geheim halten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte natürlich irgendwie sagen, ja, die wollten das Thema nicht größer aufbauschen oder sie wollten das Thema erstmal für sich exklusiv haben, weil direkt gab es bei rtl.de einen Artikel mit Video und einer Beschreibung und alle anderen Medien konnten erst natürlich das Ganze nicht veröffentlichen, sondern mussten erstmal diese ganzen Inhalte erstellen. Es ist ja wirklich eine Nacht vergangen und RTL hat ja auch erst am nächsten Morgen, wenn auch dann richtig, eingegriffen. Aber auch Janina hat sich schon gemeldet und das will ich euch mal hier zeigen. Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerungen Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen. Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen wie die von Janina nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen. Ich finde gut, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Ich finde es auch sehr gut. Ja. Auch toll. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass etwas so gerecht gemacht wird. Und ich weiß nicht, wie ich da gerade umgehen kann, weil das ist echt, ich weiß nicht. Du hast ein Zeichen gesetzt. Es geht so nicht. Das wird nicht mehr geduldet. Endlich hat ein Sender mal richtig reagiert nach so einem Vorfall. Ihr wisst, Promis unter Palmen wurde abgesetzt, weil es da eben ein Fehlverhalten aus der Redaktion gab, weil die eben das nicht richtig eingeordnet haben. Ganz ehrlich, hätte RTL jetzt das Dschungelcamp absetzen müssen. Ich glaube, da hat es wirklich Aufstände gegeben. Dass sie rausgeworfen wurde, ist ohne Frage die richtige Entscheidung. Das darf so einfach keinen Platz haben. Jetzt kann man natürlich auch darüber streiten, ob RTL wirklich diese gesamten Streitereien so intensiv hätte zeigen müssen. Aber das zeigt halt sehr gut, wie so ein vermeintlich einfacher und auch nicht so wirklich bedeutsamer Streit in so eine Richtung abdriften kann. Und genau diese Erfahrung hat eben Linda und haben eben ganz viele andere schon echt oft gemacht. Ist schon auch hart, vor Fernsehkameras hier abgeführt werden. Wobei, das kennen ja einige Camper hier von ihren Betrügereien und Prozessen. Fest steht, RTL hat ganz offensichtlich zu wenige Ersatzkandidaten mit nach Südafrika genommen. Und wäre Christine jetzt hier dabei gewesen, ich vermute, hier hätten einige jetzt doch Hepatitis. Ja, also es fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, aber ja, die Sendung geht auch weiter. Eigentlich sollte Janina eben neben Linda und Anushka und dem Harald auch mit am Start sein. Aber ja, die ist jetzt tatsächlich raus und direkt danach kam es eben zur Dschungelprüfung. Wir sind eine Gruppe voller intelligenter Menschen. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich muss die Mädels ein bisschen beschützen, ja. Fiesband! Ihr könnt diese Prüfung natürlich jederzeit abbrechen. Nein! Mit dem Wort, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin aber da keiner. Sind alle Sterne verloren. Ach Mann, Harald, ich liebe dich. Wir sind eine Gruppe voll intelligenter Menschen und Jasmin natürlich. Endlich gibt's was zum Schlucken und fahrendes Essen. Das kennt unsere Anushka natürlich vom Essen auf Rädern, das sie am Mittag immer bekommt. Scheiße. Es ist haarig. Ja. Es stinkt wie die Pest. Eine Bullennase. Danke auch. Oh. Harald, du bist nach all dem wirklich jetzt mein absoluter Superheld. Und ich liebe es, wie er einfach gar keine Miene verzieht. Nee, das ist gar nicht Harald. Harald hat natürlich den anderen gegenüber wirklich einen enormen Vorteil. Bei ihm sieht man vor lauter Botox einfach den Ekel nicht mehr im Gesicht. Es ist ein frittierter Skorpion. Oh, es hört sich total crunchy an. Das hat nach Holz geschmeckt. Hört sich crunchy an, sagt Sonja. Es waren aber wahrscheinlich einfach nur Haralds Gelenke. Okay. Alle? Das ganze Löffelding da? Nee. Tatsächlich alle. Schluck's runter. Naja, also kauen wäre schon gut müssen. Das ist Lammherz. Kann ich. Das ist okay. Es klingt alles ziemlich ekelhaft und es sieht auch ekelhaft aus, aber es ist nicht so eklig wie das, was wir hier gerade sehen mussten. Bei einigen Rollen von unserer Anushka musste ich mich übrigens auch ähnlich übergeben. Pürierte tausendjährige Eier und fermentiertes Sauerkraut. Lieber nicht sagen. Sag mir, wenn es vorbei ist. Ist dein Glas leer? Ja.
Ich kann nicht, Leute. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ich glaube, du brauchst gar nicht weiter. Fermentiertes Sauerkraut ist das Weißkohl, der einfach 20 Minuten in Taras Tränenflüssigkeit eingelegt wurde. Tausendjährige Eier, das kennt der Harald doch von zu Hause, hat Erik die damals frisch aufgesetzt. Wobei, nee, er hat ja welche dabei und die sind aber immerhin knapp 700 Jahre alt. Anuschka hat das Zeug einfach umsonst geäxt. Tja, Linda hat's nicht getrunken, das heißt, es gibt nur 2 Sterne. So. Ja, hast du ja. Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Ja. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob er den Affenkot meint oder nicht doch die Tara. In die Dschungelprüfung müsst ihr beide. So, jetzt müssen wir. Okay, Leute, ich würde auf die Nachtschicht heute verzichten, wenn es okay ist. Linda hat genau einen Termin am Tag und kann deswegen keine Pflichten im Camp übernehmen. Wie will sie dann bitte später den Haushalt für ihren reichen Mann schmeißen? Was sagt ihr? Lasst uns diskutieren. Ich freue mich total auf eure Kommentare. Ich bitte euch aber darum, seid lieb zueinander. Was ist los in dem Dschungelcamp, damit ihr keine Folge verpasst? Jetzt ein Abo mit Glocke da lassen und gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Linda und Janina haben sich ja gestern schon krass gestritten. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt hier mal rein. Da seht ihr auch, wie sich das Ganze aufbaut. Linda hat ja auch beim Bachelor einfach schon echt krass polarisiert. In meinem Kandidatencheck könnt ihr euch das alles anschauen. Die ganze Folge gibt es bei RTL Plus, verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Dann freue ich mich sehr auf eure Kommentare und sonst sehen wir uns gleich hier in einem der Videos. Bis gleich.